Hallo und moin zusammen und wieder mal herzlich willkommen in unserer Sendung Mehr, Älter, Bunter. Wir haben uns sehr intensiv auf das sensible Thema Demenz vorbereitet. Mit Menschen, die an Demenz erkranken und deren pflegende Angehörige laufen besondere Gefahr zu vereinsamen, weil diese Krankheit deren Leben komplett vereinnahmen kann. Das Ziel dieser Sendung ist, Sie über möglichst viele Hilfs- und Unterstützungsangebote zu informieren, um sich in dieser Situation nicht alleine zu fühlen. Legen Sie sich gerne wieder etwas zum Notieren zurecht. Es werden wieder Telefonnummern und Institutionen eingeblendet, damit Sie ein bisschen was für sich notieren können. Unsere Gäste sind heute Frau Exner-Wallmeier, Koordinatorin und Verantwortliche für Demenz-WGs bei den Johannitern, Frau Köhler von der Demenzhilfe Oldenburg, Frau Ellerbrock von der Demenzhilfe Oldenburg und Christa Hewelt, meine Kollegin aus meinem Redaktionsteam. Wir hätten gerne noch einen anderen Gast gehabt, einen Herrn, der als betroffener Angehöriger gerne hier über seine Situation und seine Erfahrung berichtet hätte. Das ist jetzt die Situation, frisch aus dem Leben. Der Mann pflegt seine Frau, er kriegt einen leichten Schlaganfall und ich habe heute Morgen einen Anruf gekriegt, dass seine Tochter aus Hannover einspringen musste und sie im Moment nicht weiter wissen, wie es dort mit der Mutter geht, wie es mit dem Vater geht und so weiter. Das ist genau das, worüber wir heute reden wollen. Wie geht das eigentlich, wenn wir mit der Demenz konfrontiert sind? Ich übergebe jetzt an Christa. Wir machen gemeinsam die Moderation und wir haben Fragen erarbeitet und wechseln uns einfach schön zusammen ab. Ja, ich möchte erst einmal bei Ihnen nachfragen. Es geht ja um Demenz. Und damit es da kein Kuddelmuddel in den Begriffen gibt. Demenz ist der Oberbegriff und Alzheimer ist die größte Gruppe unter den Demenzerkrankungen. Ist das richtig? Ja, Demenz ist der Oberbegriff für eine Reihe von Erkrankungen, die damit einhergehen, dass das Gedächtnis nachlässt, dass Fähigkeiten verloren gehen, die man vorher gehabt hat, dass Persönlichkeitsveränderungen und Veränderungen im Sozialverhalten stattfinden. So, mal einmal ganz grob nur überrissen, was beinhaltet Demenz und die Alzheimer-Erkrankung ist tatsächlich die größte Gruppe, so etwa 68%. Und darunter gruppieren sich dann also verschiedene Krankheitsverläufe wie bei frontotemporaler Demenz oder Demenz aufgrund von verschiedenen kleinen Schlaganfällen, also sogenannte vaskuläre Demenz oder Demenz, die entsteht aufgrund irgendeiner Stoffwechselerkrankung, wie auch immer. Und Demenz aufgrund einer Parkinson-Erkrankung, da kann sich mit der Zeit eine Alzheimer-Demenz zugesellen. Demenz beinhaltet also ein ganz breites Spektrum von Ursachen, die eben zu oben genannten Symptomen führen können. Ja, also ich merke ja auch, ich werde mit zunehmendem Alter vergesslicher. Ich finde das auch völlig normal, freut mich nicht, ist aber so. Ja. Wie unterscheidet man jetzt zwischen dem, sagen wir mal, altersbedingten Fortschreiten des Nachlassens der Kräfte, auch der geistigen Kräfte und einer krankhaften Demenz? Wie kann das diagnostiziert werden? Diagnostiziert werden kann es am besten, indem man sich tatsächlich zu seinem Hausarzt zunächst begibt. Der Hausarzt kann schon Anamnese erstellen, gucken, wie unterscheidet sich der Patient, den er vielleicht schon jahrelang kennt, so im Verlaufe seines Lebens zu dem Jetzt-Zustand. Und wenn es dann erforderlich ist, würde er eine Überweisung zu einem Neurologen, Psychiater, zu einer gerontopsychiatrischen Fachklinik ausstellen. Das wäre so der Weg erstmal überhaupt, um eine Diagnose anzustoßen. Die normale Vergesslichkeit, in Anführungszeichen, die jetzt alterungsbedingt vielleicht den einen mehr oder weniger ärgert, unterscheidet sich von einem Krankheitsverlauf dahingehend, dass eine normale Vergesslichkeit erinnert wird. Die Menschen, die normal vergesslich sind, wissen, dass sie vergesslich sind. Und es macht ihnen auch nicht so die Angst, es ärgert sie eher, so wie sie auch sagen.
Aber der Unterschied ist eben, dass Menschen, die normal vergesslich sind, sage ich mal, Strategien entwickeln. Schreiben sich schon mal eine Notiz oder fragen nach oder können auch rekonstruieren. Wo war ich denn gerade? Ich wollte in den Keller gehen, jetzt habe ich vergessen, was ich da wollte. Man kann also zurückgehen und sagen, ah, an der Stelle, ach, jetzt fällt es mir wieder ein. So. Das ist bei einem Menschen, der von einer Demenz betroffen wird, schon sehr früh ein bisschen anders. Also diese Normalvergesslichkeit ist keine Normalvergesslichkeit mehr, sondern sie macht Angst. Ja. Und dieser Angstfaktor ist ein Faktor, der sich eigentlich über die gesamte, den gesamten Erkrankungsverlauf durchzieht. Menschen mit Demenz sind sehr, sehr beunruhigt und in einer ständigen Anspannung darüber, wie sie ihren Alltag bewältigen sollen. Und ganz grob gesagt, so ungefähr kann man denken, es ist jetzt noch normal oder man sollte mal gucken, ob es nicht doch eine Erkrankung sein könnte. Vielleicht kann man auch von außen sagen, dass man, wenn man Menschen kennenlernt, die vielleicht vergesslich sind so und man das vielleicht als normal einschätzt, man aber merkt, dass sie sich so zurückziehen, weil sie aus der Sicherheit der Häuslichkeit ungern rausgehen, weil sie merken, dass sie, ich sag mal, in der Außenwelt verunsichert sind, dass das auch ein Anzeichen sein kann. Das muss es nicht. Natürlich muss es diagnostiziert werden. Das ist überhaupt ganz klar. Aber das ist häufig ein Grund, warum Menschen mit Demenz früh sich sehr isolieren, weil sie eben in ihrem gewohnten Umfeld noch so, ich sag mal, ihre Eckdaten haben, wo sie sich wieder fangen können und alles, was in der Außenwelt ist, im Supermarkt, im Bus fahren, im Spazierengehen, das macht ihnen schon eher Angst, weil sie Angst haben, dass sie da verloren gehen. Und das ist dann schon immer so ein erstes Zeichen, wo man zumindest mal überlegen könnte, ob es vielleicht in die Richtung geht. Das muss es nicht. Wie gesagt, die Diagnose ist mit Sicherheit die einzig richtige Erklärung. Aber das ist A, der erste Punkt, warum jemand vereinsamt, und B, vielleicht mal für jemanden von außerhalb zu gucken. Vielleicht ist da so ein bisschen sowas so. Mir fällt aber ein, als ich Kontakt mit Ihnen aufgenommen hatte, mit der Frage, ob Sie interessiert wären, in unsere Sendung zu kommen, weil wir sehr interessiert sind, ist mir ein Satz sehr, sehr nahe gegangen und der hängt mir immer noch nach. Ich weiß nicht, wann Sie das, glaube ich, Sie sagten, die Dementerkrankten oder die ahnen, sie erkranken, und die Angehörigen sind schambesetzt. Mhm. Und das hat mich wahnsinnig berührt. Und das ist etwas, was ich meine, das geht in unserer Gesellschaft nicht, dass wir uns schämen, weil wir eine Erkrankung erleiden müssen, die ja keiner haben möchte, aber die gibt es halt. Und die gibt es ja leider auch, glaube ich, mit dem Älterwerden und mehr Älterwerden der Mitmenschen ja auch mehr dement Erkrankte. Das hat mich wahnsinnig berührt. Das war nicht also das, gut. Das Thema habe ich eigentlich bei vielen Beratungen, dass dann eben auch erzählt wird, dass die sich eigentlich wegen dieser Erkrankung schämen oder sich deswegen zurückziehen und nicht gerne wieder nach draußen gehen. Wie auch die Dame eben gesagt hat, am wohlsten fühlen sie sich zu Hause, weil sie sich am besten dort auskennen. Und sobald es nach draußen geht, wie in den Supermarkt oder zu anderen Institutionen oder zu Freunden oder Verwandten, dann werden sie eben sehr unsicher und fühlen sich nicht wohl und bleiben deswegen eigentlich auch viel eher zu Hause. Genau. Finde ich total schade. Ich finde es total traurig, diesen Verlauf. Und da können wir als Gesellschaft ja auch ein bisschen uns mal an die Nase nehmen und sagen, wir denken mal drüber nach, wie wir damit umgehen, um unseren Mitmenschen zu helfen. Vielleicht brauche ich die Hilfe ja auch mal. Oder die Akzeptanz, dass ich nicht mehr funktioniere, aber trotzdem dabei bleiben kann und da sein kann. Wo und wie, wie ist die Altersstruktur der Demenzerkrankten? Ist das die bekannt? Das habe ich mir nochmal rausgeschrieben. Ja. Also in ganz Deutschland haben wir zurzeit 1,6 Millionen demenzerkrankte Menschen. Und man schätzt so im Durchschnitt 900 Neuerkrankungen pro Tag kommen dazu. Ja, und bis circa 2050 schätzt man 2,4 bis 2,8 Millionen Menschen, die an einer Demenz erkrankt sein werden. Genau. Ich habe das auch nochmal, zwei Drittel davon sind Frauen. Also Frauen sind eben häufiger betroffen. Das liegt aber auch daran, dass die Frauen einfach auch älter werden und gerade im hohen Alter ja eben die Demenz gerade dann
ausbricht oder vorhanden ist, sagen wir mal so. Und eben ein Drittel Männer. Und dann habe ich mir noch eben aufgeschrieben, dass 65- bis 70-Jährige ungefähr 3% an einer Demenz erkranken. Ab 85 sind das mittlerweile schon 20%. Und wenn man über 90 ist, hat das mittlerweile jeder Dritte. Genau. Und in Oldenburg, das habe ich auch noch mal rausgesucht, da ist die Zahl bei circa 3000. Also ungefähr. Und sollte man den Erkrankten diese Diagnose mitteilen? Sollte man offen drüber reden? Ich habe für mich persönlich nachgedacht, ich würde es wissen wollen, um einfach meine Familie, mein Umfeld und mich einfach einzurichten, aufzustellen, so gut man es überhaupt kann. Aber wie gehen Sie dort im Verein bei den Beratungen um? Was raten Sie? Oder wie gehen die Hilfesuchenden damit um? Das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Einige, da sagen die Angehörigen, die kommen dann eben mit den Betroffenen zusammen. Das ist eher selten, aber die kommen eben. Die kriegen es natürlich auch mit und dann wird das auch angesprochen. Und andere möchten gerne ihre Angehörigen noch lange, lange schützen und versuchen, dieses Wort Demenz gar nicht in den Mund zu nehmen. Auch wenn wir Alltagsbegleiter, die dort in die Häuslichkeiten gehen, wird auch häufig gesagt, bitte sagen Sie das Wort Demenz nicht, sondern sagen Sie meinetwegen, ich komme vom Seniorenbüro oder genau, also es wird häufig gesagt, wir möchten das gar nicht, dass es unbedingt dieses Wort eigentlich ausgesprochen wird. So, das ist so meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Obwohl es auch hilfreich sein würde, wenn das Umfeld, das soziale Umfeld informiert wäre. Ja, aber die eigene betroffene Person, also das soziale Umfeld, das raten wir auch immer, dass die Nachbarn auch Bescheid wissen, dass falls mal irgendwas ist, es kann ja sein, dass derjenige nicht mehr wieder zurückfindet. Oder dass eben auch die Apotheke zum Beispiel Bescheid weiß, weil mit der man eben immer einen guten Kontakt hat. Oder die Bank informiert wird. Solche Sachen ja, aber meist ist es so, dass die eigene Person häufig am Anfang noch geschont werden soll. Obwohl, das ist ja auch eine Typensache, ob ich das aushalten kann, mich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja das eine. Und das andere ist, es ist einfach sehr stigmatisiert bei uns in der Gesellschaft. Also wenn wir irgendwann lernen, dass es völlig in Ordnung ist, dass man mit mit demenzkranken Angehörigen auch zum Italiener gehen kann. Richtig. Und alle bekommen mit, dass vielleicht irgendwas durcheinander ist, aber ich kann da trotzdem nett sitzen, weil das irgendwie einfach mitgetragen wird oder mitbegleitet wird, dann wird es irgendwann, ich sag mal, salonfähiger, dass man einfach irgendwie sich miteinander noch im Alltag begegnet. Und dann ist es vielleicht auch nicht so stigmatisiert, dass es ja sofort gleich alles ganz schrecklich ist, weil das muss man ja auch sagen. Natürlich ist es eine furchtbare Erkrankung und keiner wünscht sich das, aber das heißt ja nicht, dass Menschen, die an Demenz sind, dass es denen den ganzen Tag nur schlecht geht, sondern es gibt ja wunderbare Formen, wie sie begleitet werden, wie sie leben, wunderbare Momente, die sie erleben können, entweder in der häuslichen Begleitung oder in irgendeiner Pflegewohngemeinschaft oder in mit Ausflügen. Und das sind nicht nur unglückliche Menschen, das hört sich ein bisschen böse an, aber das ist wirklich, und das muss man vielleicht einfach auch mal sagen, natürlich gebe ich eine bestimmte Selbstbestimmtheit auf und brauche jemanden, der mich beschützt, der mich begleitet, der aufpasst oder so, aber es gibt wunderbare Momente mit Menschen, die an Demenz leiden. Und tatsächlich kann es auch sehr, sehr, sehr erfüllend sein, sich mit denen auseinanderzusetzen und mit denen zu leben, weil es einfach auch vielleicht so eine Entschleunigung hat, ne? Man sehr viel Humor. Genau, sehr viel Humor und man befasst sich wieder mit dem Wesentlichen. Ne? Ich meine, es ist vielleicht ein bisschen sehr schön geredet, aber man muss vielleicht einfach auch mal sagen, dass es eben auch die positiven Seiten gibt und nicht nur dieses Defizitorientierte. So, es gibt ja zum Beispiel dieses Singen miteinander so. Das ist eine Stunde miteinander singen, die so glücklich macht und die so schön ist, weil alle Leute einfach miteinander Spaß haben und alle Lieder kennen. Und das ist so ein offenes und herzliches Miteinander. Das erlebe ich in anderen Phasen meines Lebens nicht. Das muss ich ganz einfach sagen. Ne? Also eine Angehörige hat mal zu mir gesagt, sie möchte gar nicht, dass die nahen oder nahe Verwandte schon, aber so die Nachbarn und so weiter das gar nicht erfahren oder Freunde von dieser Familie, weil sie einfach Angst hat, dass ihr Mann anders angesehen wird und anders behandelt wird. So, und das war mal eine Angehörige, die das zu mir gesagt hat. Deswegen möchte sie das wirklich nur den ganz nahen Angehörigen erzählen, aber so Freunde oder so gar nicht, weil sie eben davor einfach Angst hat, dass er nicht mehr so respektiert wird. Genau. Das finde ich gerade ganz schwierig, weil ich eben gedacht habe,
und auch jetzt sage, ich würde mir wünschen, dass mein Nachbar und Übernachbar wissen, Rita, die wird tüdeliger und ja, da gibt es eine Diagnose, sie hat Demenz und wenn ich durchs Treppenhaus gehe oder sie sehen, ich renne irgendwo mit meiner Einkaufstüte verkehrt durch die Gegend, dass sie es auffangen und da sind. Aber ich muss ja auch einen Nachbarn haben, der das kann und möchte. Und ich glaube, das ist die Angst, wie geht mein Nachbar damit um? Und ja, schwierig. Würde ich jetzt noch hingehen und sagen, ich habe eine Diagnose, würde du das bitte wohlwollend betrachten, wenn ich dir begegne? Oder kannst du das nicht? Ich finde das sehr, sehr zweischneidig. Ne? Vielleicht verunsichert, weil ich meine, ne, wir hatten, ich glaube, vor vielen, vielen Jahren gab es mal eine Dame, glaube ich, verstorben am Bornhauser See, weil sie da verloren gegangen ist. Und das war mit einer der ersten medialen Auftritte, wo ich mitbekommen habe, wo man gesagt hat, erzählt es ruhig allen. Mhm. Und wo auch ein bisschen erzählt wurde, gehen Sie ruhig auf jemanden zu, wenn Sie denken, da läuft jemand durcheinander durch die Gegend, kann ich Ihnen helfen oder sonst was? Dann bekommt man das im Gespräch mit. Ich kann aber trotzdem sehr nett und sehr wertschätzend mit dem umgehen. Ich kann einfach fragen, Mensch, kann ich Ihnen helfen? Und wenn ich dann merke, dass da jemand vielleicht wirklich durcheinander ist, dann fällt mir schon was ein, irgendwie, wie ich sage, Mensch, wissen Sie was, wir gehen mal da und da hin und fragen mal nach, bevor ich den einfach so alleine lostapern lasse. Ne? Auf der anderen Seite ist es so, dass häufig Angehörige, pflegende Angehörige sagen, wenn Nachbarn oder Bekannte mit dem Mann, der Frau sprechen, kriegen sie nicht unbedingt mit, dass da eine Demenz sein könnte, weil der Betroffene noch so in der Lage ist, für sich selber einzutreten, dass man es nicht merkt. Und wenn die Angehörigen dann aber sagen, sie sind sehr belastet, weil sie 24 Stunden am Tag sozusagen im Dienst sind, dann wird ihnen häufig gar nicht so geglaubt. Dann ist das wiederum ein Belastungsmoment, dass Angehörige sagen, ich würde mir ja mehr Verständnis wünschen, aber meine Umgebung sagt, was willst du eigentlich? Dein Mann reagiert doch völlig normal. Da geht es dann jetzt so darum zu sagen, gesellschaftlich gesehen ist es wichtig, die Sicht auf die Krankheit, Demenz so zu verändern, dass man sagen kann, es ist Teil unserer Gesellschaft. Und man muss es den Menschen schon abnehmen, dann auch, wenn sie authentisch werden und über ihre Ängste und Bedürfnisse sprechen. Und ich habe auch schon von Angehörigen gehört, die gesagt haben, trotzdem die Umgebung weiß, worum es geht, machen die sich nach und nach davon und nehmen also sich zurück im Kontakt, weil sie eben nicht wissen, wie sie mit diesen Menschen umgehen können und auch nicht mit den Angehörigen. Und da ist eben wieder dieses Moment der Vereinsamung ganz stark. Das heißt, wir bräuchten noch ganz viel Aufklärungsarbeit, wenn es so viele Menschen noch betreffen wird und unausweichlich uns betreffen wird, sollten wir noch viel mehr Öffentlichkeitsarbeit machen. Denn ganz wichtig ist ja, gerade auch wenn die Angehörigen in die Beratung kommen, dann sind häufig mehrere Personen betroffen. Da kommt zum Beispiel die Tochter und lässt sich beraten und sagt, ja, ich habe noch einen Bruder, der hat überhaupt kein Verständnis für meine Mutter und der möchte, dass meine Mutter nicht weiter krank wird. Er möchte seine Mutter so behalten, wie er sie kannte, sein Leben lang. Nun ist das nicht mehr zu ändern. Die Mutter erkrankt weiterhin und der Junge, den schmerzt das so tief, dass er also alles tut, um das abzuwenden, was da auf ihn zukommt. Und es gibt Riesenkonflikte in der Familie und die Tochter, die in die Beratung kam, ist sozusagen so die Erste, die überhaupt erkennt, also wir müssen dringend was tun. So. Daran kann man sehen, dass Demenzerkrankungen auch immer Familienerkrankungen sind, immer das ganze System betreffen. Und da Aufklärungsarbeit zu machen, zu sagen, dann kommen Sie doch mal als Familie in die Beratung. Das ist manchmal so schwer, weil die Abwehr derjenigen, die diese Erkrankung sozusagen versuchen zu negieren, so hoch sein kann. Vielleicht kann man auch noch, oder aus meiner Erfahrung hinzufügen, dass ja auch viele lange, ich sag mal, keine Hilfe annehmen können. Ich vergleiche das immer und der Vergleich hinkt mit jungen Eltern, die jetzt erstmal ihre Kinder abgeben, weil man ja genau weiß, wie man sein Kind beruhigt oder sonst was. Und wenn ich da so, ich sag mal, so langsam reingeflossen bin, jemanden zu betreuen oder sonst was, dann weiß ich ganz genau, wie ich ihn wieder,
wie ich ihn beruhigen kann, wie ich ihn begleiten kann oder sonst was. Und deswegen glaube ich, dass ganz viele Angehörige lange scheuen, jemand Fremdes dazu zu holen, weil sie denken, der versteht meinen Liebsten ja gar nicht richtig. Und deswegen versuchen sie sehr, sehr lange, sehr alleine, bis dann wirklich dieses, wie ich es immer sage, Oberkante, Unterlippe kommt, wo das ganze System zusammenbricht, weil entweder jemand erkrankt oder weil man merkt, man kann nicht mehr. Und deswegen versuche ich, wenn ich in der Beratung einfach auch zu sagen, fang doch mit kleinen Schritten an. Mhm. Ne, so. Und ne, wie gesagt, die Demenzhilfe, die hat ein tolles Angebot. Es gibt verschiedene andere Akteure in Oldenburg, die einfach Unterstützungsangebote haben. Und wenn man erstmal mit einer Haushaltshilfe kommt, die einfach regelmäßig da ist, damit man sich an ein fremdes Gesicht gewöhnt und vielleicht mal, ich sag mal, eine Stunde zum Friseur gehen kann. Das ist ja noch im Beginn der Demenz, wo sowas funktionieren kann. Genau, und das ist für viele ein großer Schritt, weil sie eben große Sorge haben, dass das schief läuft. Ne? Also auf Ihrer Homepage, da werden ja Kurse für pflegende Angehörige angeboten. Was lernen die oder wie funktioniert das? Sind die, so nach dem, was ich jetzt gehört habe, könnte ich mir vorstellen, wenn ein Angehöriger kommt und sagt, ja, ich möchte geschult werden, dann akzeptiert er ja auch, dass der Angehörige krank ist. Genau. Und das ist ja auch ein Prozess. Mhm. Wann sind denn überhaupt Angehörige bereit, solche Schulungen zu besuchen? Und was lernen Sie da? Wir hatten jetzt in diesem Jahr 3 Schulungen angeboten. Einmal zwei im April, 4 hatten wir und 2 im Juni. Und genau, wir geben diese Termine mal bei den Beratungsangeboten, erzählen wir darüber. Dann kommen da mal ein paar Anmeldungen. Es wurde auch einmal in der Zeitung eben erwähnt. Und dann kommen auch eben Angehörige, die sagen, ja, das kann ich mir vorstellen oder das Thema interessiert mich. Wir hatten da verschiedene Themen. Ein Thema war zum Beispiel Kommunikation oder der Umgang. Das hatten wir noch als Thema. Ich hatte mir ja auch noch 2 aufgeschrieben, wie die genau hießen. Einen Moment. Genau, einmal die Gesprächsführung und demenzielles Verhalten verstehen, das war ein Thema. Dann eben die Herausforderungen im Umgang und in der Kommunikation und Selbstfürsorge und Entlastung in der Stadt Oldenburg. Diese 3 Themen hatten wir jetzt für April und für Juni den Angehörigen angeboten. Die werden immer gut angenommen, auf jeden Fall. Und darüber hinaus ist es sehr wichtig, dass man Handwerkszeug an die Hand gibt. Im Umgang mit der Pflegeversicherung zum genau. Beispiel. Oder wie mache ich das mit Vorsorgevollmacht, wenn ich keine habe? Was muss ich denn dann tun? Dass ich nämlich eine gesetzliche Betreuung beantrage, damit ich überhaupt Rechtssicherheit habe im Umgang mit Entscheidungen, die mein betroffener Angehöriger selber so nicht mehr treffen kann. Auch das sind Inhalte von Angehörigenschulungen. Mhm. Das ist aber dann diese große, ja. Nach dem Paragraph 45b, eine genau. STBL, genau. Mhm. Richtig, da ist das auch mit drin. Christa? Es ist weiter? Jetzt schon mehrfach gefallen, dass Ehrenamtliche in die Familien gehen ja. und unterstützen. Erzählen Sie doch mal ein bisschen mehr darüber, Ehrenamtliche. Wie kommen die zu Ihnen? Werden die auch geschult? Wahrscheinlich werden die ja auch in irgendeiner Form richtig. Geschult werden müssen, nicht? Weil der richtig. Umgang mit Demenzkranken ja ganz anders ist als der Umgang zwischen Leuten, die eben nicht an Demenz erkrankt werden. Es ist ja ein ganz anderes Vorgehen. Wer kommt zu Ihnen und aus welchen Motiven kommen Sie und was machen Sie in den Familien? Das ist eigentlich sehr unterschiedlich. Wir haben viele Ehrenamtliche, die vielleicht mal selber Angehörige waren von einem Betroffenen, ja. dadurch dann eben sagen, Mensch, das hat mir ganz gut gefallen, ich konnte da gut helfen und ich möchte gerne weiter da drin tätig sein. Oder es kommen auch eben Rentner oder Rentnerinnen, die eine Krankenschwester, die gesagt, ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen, in die Ehrenamtsarbeit zu gehen. Das sind wirklich unterschiedliche. Und auch die Altersgruppe habe ich mal so ungefähr überschlagen, so um die 50, 60. Wir haben ein paar Jüngere, aber ich würde sagen so 50, 60 ist so das Durchschnittsalter. Ja, und wir haben mittlerweile über 100 Ehrenamtliche. Über 100. Und zurzeit sind gerade, weil ich jetzt gerade die Abrechnung geschrieben habe, daher weiß ich das, zurzeit über 90 in Oldenburg tätig. Ja. Genau, die eben in die Häuslichkeiten gehen, dort eine Entlastung machen. Da geht es wirklich darum, dass der pflegende Angehörige an dem Tag meinetwegen sich was vornehmen kann, für 2-3 Stunden zum Friseur gehen. Oder er sagt, ich gehe in der Zeit einkaufen. Oder ich tue mir mal was Gutes.
Und in der Zeit ist dann eben eine ehrenamtliche Person da, die auch, das ist auch immer die gleiche, was ja gerade bei jemand, der an einer Demenz erkrankt ist, wichtig ist. Da soll ja eine Beziehung aufgebaut werden. Und dann werden eben schöne Dinge gemacht, sagen wir immer. Ja. Kaffee trinken oder spazieren gehen, vielleicht mal zusammen einzukaufen, Fotoalben anzugucken. Wir arbeiten immer ganz gerne mit einem Biografiebogen und dann weiß eben die Betreuungskraft, ach, was mag derjenige eigentlich gern oder was mag er nicht. Und dann wird eben auch abgesprochen, was eben genau gemacht werden soll. Und da haben sich eigentlich schon viele, viele Freundschaften entwickelt, muss ich schon sagen. Mhm. In der Vorbereitungsrunde ist mir so aufgefallen, was ich beeindruckend fand. Das ist gar nicht, man muss da gar keine Angst vor haben, diese ehrenamtliche Tätigkeit anzubieten, weil ganz niedrigschwellige, feine, kleine, herbeigeführte Situationen können einem Demenzkranken und sehr helfen. Das ist gar nicht so die ganz große Hausnummer, die man da liefern muss, sondern es kann wirklich auch einfach nur das Dasein sein oder, wie haben Sie gesagt, eine Blume zusammen betrachten im Garten oder im Park sein und irgendwas bestaunen und der erkrankte Mensch kann einen glücklichen Tag erleben. Also das heißt, Sie haben ja auch gesagt, Sie können auch jederzeit Ehrenamtliche gebrauchen, die noch dazukommen. Wir haben mittlerweile jetzt schon eine Warteliste und immer wieder eigentlich fast tagtäglich Anfragen. Wir betreuen auch eben in Wohngemeinschaften und wir betreuen auch in Pflegeheime, wo dann eben die Angehörigen sagen, ach, das wäre schön, wenn einmal in der Woche noch jemand kommt und mit meiner Mutter noch einen Spaziergang macht. Da gucken wir auch immer, dass es die gleiche Person ist. Also wir versuchen wirklich, dass es, dass da so eine Basis aufgebaut werden kann. Weil ja gerade jemand, der an einer Demenz erkrankt ist, der braucht ja auch immer das gleiche Gesicht und die Routine. Genau. Wir haben ja betreuen ja 4 Pflegewohngemeinschaften und wir haben wirklich ganz bezaubernde Geschichten von Menschen, die kommen und wo der gleiche Ehrenamtliche dann weiterhin kommt und auch lange weiter in die Wohngemeinschaft kommt, weil da einfach so eine Beziehung aufgebaut worden ist. So, und das ist natürlich, also erstmal für uns ist es natürlich wunderbar, weil es natürlich auch dieses Einleben einfach auch nochmal erleichtert. Aber es hört dann eben nicht auf. Als ich das erstmal so miterlebt habe, dass jemand dann trotzdem von der Demenzhilfe weiterkommt, das ist wirklich auch sehr, ja, sehr bereichernd und auch sehr, sehr berührend. Also da gibt es auch wirklich teilweise auch dann auch, dass die Familien miteinander befreundet sind. Es muss nicht immer so ein Match sein, aber es gibt eben tatsächlich diese wunderbaren Geschichten. So, das ist schon. Mit anderen Worten, Sie können sehr gerne noch interessierte Menschen zu Ihnen kommen, die gerne bei Ihnen sich sozusagen einschulen lassen. Und Sie werden ja auch begleitet. Sie sind ja nicht allein gelassen, wenn Sie ehrenamtlich Menschen betreuen, sodass Sie sich das durchaus wagen können und trauen können. Das ist keine Hausnummer, die man nicht leisten kann, sondern braucht eigentlich nur ein bisschen Liebe und Empathie. Genau. Also wir bieten ja die Schulung an. Zweimal im Jahr. Frau Köhler hat sie auch schon einige Male durchgeführt. Einmal eben im Frühjahr und im Herbst. Da, was ich da immer ganz gut finde, da ist wirklich eine Schulung für diejenigen, die gerne in das Ehrenamt gehen möchten, aber genauso für die pflegenden Angehörigen. Und Frau Köhler sagte dann auch immer, das ist mal ganz schön, das merkst du ja auch immer, dass die so untereinander gut austauschen können und voneinander lernen können. Und dann bieten wir den Ehrenamtlichen noch Schulung an im Jahr. Das sind dann eben so kleine Schulungen und Sie können natürlich jederzeit bei uns anrufen, wenn irgendwann was ist. Also da versuchen wir Sie immer wieder zu unterstützen. Genau. Sie haben erzählt von anderen Angeboten, vor allen Dingen für die Angehörigen, dass es Angehörigentreffs gibt, Selbsthilfegruppen gibt. Ich weiß, die BKOS haben auch eine Selbsthilfegruppe. Ich habe in der Zeitung gelesen, heute macht die Demenzhilfe Oldenburg, glaube ich, einen Spaziergang im Botanischen Garten. Kann es sein? Von der Alzheimer-Gesellschaft. Genau. Die machen heute einen Spaziergang um 15 Uhr. Genau, richtig. Durch den Botanischen Garten. Genau. Mögen Sie ein bisschen was erzählen, was für Möglichkeiten man hat, dass der Angehörige, es geht ja immer ums Thema nicht allein sein, genau, sich nicht verlassen fühlen, nicht einsam sein, richtig, sondern sich austauschen können, Hilfe zu haben. Genau, also einmal um den Spaziergang, da hat sich eben die Alzheimer Gesellschaft mit uns zusammengeschlossen und gefragt, Mensch, ob wir auch noch Betreuer haben, die eben ihre Betroffenen mitbringen können. Mhm. Und da ist dann eben heute Nachmittag dieser Spaziergang, der stattfindet. Ja, und zu den Angehörigengruppen kann ich sagen, wir bieten zurzeit 2 Angehörigengruppen an. Mhm. Einmal in Dietrichsfeld im Stadtteiltreff an der Alexanderstraße. Mhm. Der findet immer jeden 4. Mittwoch im Monat von 5:30 bis abends um 19 Uhr statt. Mhm.
Genau. Und dann noch einen in Kreinbrück, der ist noch ziemlich neu, auch im Stadtteiltreff. Und der findet immer jeden ersten Montag im Monat von 16.45 Uhr bis 18.15 Uhr statt. Genau. Mhm. Und da können gerne immer Angehörige oder Interessierte sich bei uns melden und gerne daran teilnehmen. Da ist der Austausch immer ganz toll. Erwähnen. Da haben wir eine Förderung vom Bündnis Lokale Allianz für Demenz bekommen, auch in Kooperation mit der Alzheimer-Gesellschaft und vielen anderen Akteuren. Das ist einmal in der Woche donnerstags nachmittags um 15 Uhr, auch in der Gemeinwesenarbeit in Kreinbrück. Das ist wirklich ein offenes Angebot, da kann jeder hinkommen und das ist wirklich für, ich sage mal, für Menschen mit und ohne Demenz, weil es soll sich mischen, es soll eben so ein bisschen auch diese Scheu fallen. Und die erste Idee ist auch wirklich dahinter, einfach diesen schönen Tag mit oder diese schöne Stunde miteinander zu verbringen. Das ist wirklich immer ganz, ich gehe immer ganz gerührt nach Hause. Aber es soll eben einfach auch der erste Anlaufpunkt sein, dass wir, ich bin immer da oder einer von uns ist immer da, für die Leute, die einfach vielleicht noch gar nicht so bisher den Kontakt zu irgendwelchen Netzwerken in Oldenburg hatten, dass wir dann vielleicht mal sagen, ruft doch mal bei der Demenzhilfe an oder erkundigt euch im Seniorenbüro oder dass man einfach mal so ein bisschen die Diko gibt. Wir haben ja verschiedene Anlaufstellen so und da finde ich, da muss man auch sehr, sehr offen erstmal beraten, weil jeder muss so ein bisschen gucken, wo er sich am besten connectet oder wo er sich seine Erfahrungen holt. Und genau, das ist irgendwie auch so dieses erste, man geht da gemeinsam hin, man singt miteinander und es ist schön. Und auf die, und das ist die erste Möglichkeit, vielleicht einfach ganz unbedarft oder ohne Vorbehalte einfach Leute kennenzulernen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind und ersten Ansprechpartner zu finden. Und ich glaube, sowas müssen wir ganz viel machen, wie dieser Spaziergang oder dieses Singen miteinander oder ein Kino für alle und gar nicht immer nur für die Demenzkranken, sondern für alle, wo aber klar ist, dass es eben eine Inklusionsveranstaltung ist. Mhm. Und alle, die da hinkommen, wissen, dass sie sich darauf einlassen, dass da vielleicht jemand mit Demenz ist und vielleicht ein bisschen schiefer singt als ich es. Und ich kann auch nicht gut singen. Ich singe auch schief. Ich singe auch ganz schief, genau. Vielleicht singen die sogar besser. Die singen deutlich besser und sind deutlich textsicherer, als ich es bin. Also so. Vier Strophen ist für die meisten das schon genau, normal. Aber Sie wissen, was ich meine. Das war mehr so scherzhaft gemeint, genau. Pflegende Angehörige so ganz allgemein neigen ja dazu, über die Grenzen ihrer eigenen Belastbarkeit hinauszugehen. Mhm. Und irgendwann kommt dann der Notfall, brechen zusammen, geht einfach nicht mehr, müssen ins Krankenhaus oder sonst irgendwas ist. Wenn das ein Jugendlicher wäre oder ein Kind wäre, dann wäre das Jugendamt zuständig, die würden dafür sorgen, dass diese Kinder untergebracht werden, sei es in der Pflegefamilie, sei es bei Verwandten, sei es in der Wohngruppe, sei es im Heim. Aber da sorgt sich jemand drum. Wie ist denn das? Du erzähltest ja vorhin, der Angehörige kommt mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus, die Tochter reist aus Hannover an. Ja, das ist ja kein Dauerzustand, ne? Die hat ja ihr eigenes Leben in Hannover. Was passiert mit einem dementen Menschen, wenn nun nicht gerade noch eine Tochter im Hintergrund ist? Was passiert, wenn jemand knallauffallend nicht mehr in der Lage ist, den Angehörigen zu Hause zu betreuen? Wer ist da zuständig? Wer macht was? Und was macht derjenige, der was machen muss? Gibt es den überhaupt? Was passiert dann? Also mich rufen genau diese Leute an, wahrscheinlich bei Ihnen auch. Bestenfalls kann man, ich sag mal, so eine ambulante Versorgung für einen kurzen Zeitraum basteln, wenn das noch so gerade eben möglich ist. Eine stationäre Versorgung, gerade in Oldenburg ist es gerade katastrophal, jemanden einen Platz zu finden, geschweige denn einen Platz zu finden für jemanden, der an Demenz erkrankt ist, weil die Heime auch ganz klar sagen, darauf sind wir einfach nicht ausgerichtet. Es gibt einige, die einfach Stationen dafür haben, aber die sind brechend voll. Und auch die Angebote, die Alzheimer-Gesellschaft führt eine Seite für von allen Pflegewohngemeinschaften, auch die Pflegewohngemeinschaften sind gerade, also ich habe eine riesen Wartelisten und das wird den anderen Anbietern auch ähnlich gehen. Es ist schwer. Also es gibt gerade keine Lösung und vor allem gibt es keinen, der sich zuständig fühlt, sondern bestenfalls sind es Kinder, die sich zuständig fühlen, aber vielleicht noch nicht mal die Vorsorgevollmacht haben, wie Sie es gerade gesagt haben, und vielleicht auch gar nicht handeln können. Oder man wird eben notfallsmäßig, wenn man Glück hat, in Anführungsstrichen in die KJK eingeliefert, damit die zumindest eine Zeit lang, ich sag mal, eine Übergangsversorgung herstellen. Entschuldigung, in die Kai Jaspers Klinik, genau. Mhm. Wie kommt man damit zurecht, selber emotional, wenn Sie drei
angelaufen werden, Hilfe, es geht nicht mehr, ich kann auch nicht mehr, ich bin erschöpft, ich muss raus, ich muss mir auch eingestehen, dass ich es nicht mehr leisten kann, oder es gibt schwierige Situationen, wo es gibt ja auch aggressive Situationen mit Demenzerkrankten. Wie gehen Sie damit um, selber? Wie kommen Sie damit klar mit dieser Notsituation, die wir haben? Lässt niemanden so gerne so wieder nach Hause gehen, wohl wissend, dass es ihm eben schlecht geht und dass da ein Angehöriger möglicherweise nicht gut versorgt ist, weil die Situation so angespannt ist. Und ich denke, wir tun alles dafür, dass wir eben Unterstützung anbieten können. Ich möchte einfach nur mal beispielhaft etwas nennen, wo es gelungen ist, so eine Begleitung hinzubekommen. Kommt eine Ehefrau und der Mann hat Alzheimer, weiß sie inzwischen und sucht um Hilfe nach und es kommt ein Alltagsbetreuer in diese Familie rein und das ist erstmal schon mal was. Der Krankheitsprozess geht aber weiter und die Hilfe wird verstärkt gebraucht. Das mit dem Alltagsbegleiter ist schön, aber es reicht nicht. Es muss ein Pflegedienst her, um der Angehörigen zu helfen, weil sie ihren Mann eben nicht mehr pflegen kann. Körperlich gesehen und psychisch gesehen. Und es wird eine Weile auch probiert, mit Hilfe des Pflegedienstes da Entlastung zu schaffen. Und der Krankheitsverlauf wird trotzdem verschlechtert sich. Der betroffene Ehemann kann nicht mehr laufen. So, da ist das Problem mit der Mobilität und die Ehefrau sagt, so kann ich nicht mehr. Ich bekomme nachts keine Ruhe mehr, ich muss aufstehen, ich kann meinen Mann nicht mehr mobilisieren, das geht nicht. Und das war dann der Moment, einzusehen, zu sagen, er muss in eine stationäre Einrichtung. So, und da ging es dann los. Es war längere Zeit nicht möglich, einen Pflegeheimplatz zu finden. Dann wurde ein Platz außerhalb Oldenburgs gesucht, der wurde auch zugesagt. Und dann kam der Moment, wo die Ehefrau zurückgezuckt ist und hat gesagt, nee, außerhalb möchte sie nicht. So das Klassische, wo wir gesagt haben, also, Sie können Ihren Mann besuchen. Hauptsache ist, er ist gut untergebracht. Darauf kommt es an. Nein, wollte sie nicht. Merkte nach einiger Zeit, ich hätte den Platz doch annehmen sollen. Da war der Platz aber schon weg. So. Die nächste Situation in Oldenburg, notgedrungen einen Platz zu finden in einem Zimmer, was ein Pflegeheim noch vorhalten konnte oder hatte. Da ist der Mann hingekommen. Das Heim war nicht wirklich auf Alzheimer-Demenz eingestellt und hat gesagt, also lange halten wir das hier nicht aus mit diesem doch abweichenden und anstrengenden Verhalten des Betroffenen. Aber sie haben es letztlich durchgehalten. Der Krankheitsprozess lief trotzdem weiter. Der Mann ist dann letztlich immobil und pflegebedürftig geworden und ist jetzt verstorben. So, das ist so die Beschreibung im Schnelldurchlauf eines etwa 2 Jahre dauernden Prozesses. Aber was ich höre ist, das ist ja gerade ein bisschen alles nicht so leicht zu ertragen, dass die Situation nicht gut ist. Und wir haben jetzt Zuhörer und Zuschauer, die denken, oh Gott. Andererseits höre ich gerade, es wird getan, was getan werden kann. Sie lassen sie nicht im Regen stehen. Sie können kommen, auch zu Ihnen. Und es wird in irgendeiner Form gemeinsam geguckt, was könnte der nächste Weg sein. Ich bin nicht alleine gelassen. Und das ist ja eine unfassbare Anstrengung. Und das war die Frage, wie gehen Sie damit selber emotional um, ne? Genau. Schwer. Es ist immer, und es ist aber immer wieder dieses Angebot, ihr könnt kommen, ihr könnt anrufen, ihr könnt so oft anrufen, wie ihr wollt. Also während der gesamten Erkrankung sind wir dafür da, euch zu begleiten. Und das ist, glaube ich, auch das, wo wir sagen können, also diese Krankheit ist kein Spaziergang für niemanden, für uns auch nicht. Aber wir halten das aus, dass wir merken, so, wir können euch begleiten. Das ist schon mal etwas. Etwas reden können, ne? Etwas reden können. Man muss es einfach auf den Punkt bringen. Es ist heutzutage schwer, überhaupt einen Pflegedienst zu finden. Ja. Geschweige denn einen Pflegedienst zu finden, der die demenzielle Versorgung begleiten kann. Und der dann, vor vielen Jahren hatte ich
meine ersten Erfahrungen mit einer Dame, die an Demenz erkrankt war, da haben wir dann vom Pflegedienst eine Zeit lang, sind wir 5 oder 6 Mal am Tag hingefahren, um einfach ein paar Zeiten, um so ein bisschen Sicherheit zu geben. Das kriegt heute kein Pflegedienst mehr hin. Wir haben kein Personal mehr. Also wenn ich heute mit so einer Idee zu meinen Kollegen komme, dann sagen die Angler so, das kriegen wir nicht hin. Und alles das, was da mal gebastelt wurde, um so eine Zeit einfach noch aufzufangen, wir haben Pflegenotstand. Wir sind heilfroh, wenn wir überhaupt Leute versorgt kriegen. Und das sind nicht nur wir, sondern das sind alle anderen auch. So dass man solche Hilfen fast gar nicht mehr irgendwie organisiert bekommen. Und das macht mir tatsächlich Angst. Das macht mir Angst. Es geht um Demenz und es geht um... Und wenn ich dann Leute am Telefon habe... Ja, mehr als tröstende Worte hätte ich beinahe gesagt. Wir sind dann natürlich mit der ehrenamtlichen Betreuung auch schnell am Ende so. Dann kann ich nochmal die Adresse von der Demenzhilfe, von der Alzheimer-Gesellschaft, von ein paar anderen Beratungsstellen. Aber mehr kann man dann auch nicht tun. Es gibt eine Warteliste zum Beispiel für diese Pflegewohngemeinschaften, die meiner Meinung nach und noch immer die bessere und der schlechten Alternativen sind, wenn es zu Hause nicht mehr funktioniert. Da brenne ich auch für. Aber Pflegewohngemeinschaften sind kleine Versorgungseinheiten mit maximal 12 Leuten. Und da haben wir natürlich nicht die Riesenkapazitäten. Die kommen langsam auch an die Grenze, dass es aufgrund der Tariftreue, aufgrund vieler anderer Faktoren einfach auch, es muss auch refinanzierbar sein. Das wird auch immer schwieriger werden. Menschen, die in Pflegewohngemeinschaften sind, kommen nicht an das Budget der Tagespflege, weil sie das nicht nutzen. Dementsprechend haben sie nur das Budget aus dem ambulanten Bereich. Also wir haben da viele Problematiken, die zumindest es schwer machen, ich sag mal, diese ambulante Versorgungsform aufrechtzuerhalten. Also da stehen noch große Schwierigkeiten auf uns zukommen. Die Stadt Oldenburg sagt zum Beispiel ganz klar oder hat sehr klar sich zu Pflegewohngemeinschaften bekannt und hat gesagt, dass sie sowas unterstützen wollen. Aber es muss natürlich auch bezahlt werden. Und ich hoffe sehr, dass wir da irgendwann Lösungsmöglichkeiten finden, damit es zumindest diese alternative Versorgungsform gibt, wenn es eben zu Hause nicht mehr funktioniert. Dann ist es, glaube ich, eine gute Alternative oder eben gute stationäre Angebote. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber ich denke, es ist eine gute Nischenmöglichkeit. Und ich frage mich halt auch, wie könnten wir da reinrasen in diese Situation? Wieso sind wir in diesen Sturzflug gekommen, obwohl es ja seit Jahr und Tag ein Thema ist? Christa, du hattest auch noch ein paar Fragen. Jetzt nehmen wir mal an, jemand hat das Glück und ist in einer Pflegewohngemeinschaft. Was unterscheidet die Pflegewohngemeinschaft zum Beispiel von einer Demenzabteilung in einem Altenheim? Ist es da, also ich stelle es mir so vor, ich kenne es nur aus Nordrhein-Westfalen, von einer Pflegewohngemeinschaft, da waren 6 Personen. Und das war sehr familiär. Die haben also mitgeholfen, soweit sie das konnten und wollten, Kartoffeln geschält oder waren einfach mit dabei, ohne irgendwas zu machen, aber waren zusammen, wie eine Familie im Grunde. Und läuft das bei Ihnen auch so ab? 12 sind ja dann schon mal mehr. Ist das auch noch so ein familiärer Bereich, der sich da auftut? Wir sind maximal heute momentan bei 11, aber es ist ähnlich. Also es ist wirklich so, es ist immer noch eine kleine Versorgungseinheit. Das Schöne ist, dass jeder bei uns aufstehen kann, wann er möchte. Die Leute, die morgens um 5 oder 6 wach werden, finden jemanden, der sie in den Tag begleitet. Aber bei uns kann man auch bis 10 schlafen. Wir sind nicht diesem stationären Alltag unterworfen. Die Idee ist natürlich, und das wird auch umgesetzt und die meisten nehmen es dankend an, dass man gemeinsam, ich sag mal, den Alltag bestreitet, Wäsche zusammenlegt, Garten macht und Kartoffeln schält oder sonst was. Und vor allem, was wir uns wünschen, die Angehörigen können viel da sein und können sich einfach mit einbringen. Da kann ich auch mal kommen und mit Mama den Kuchen backen, den sie schon immer gebacken hat. Oder wir haben ein ganz wunderbares Beispiel. Da haben 4 alte Freunde die Betreuung ihres Freundes aufgenommen. Der eine hatte die Gesundheitsfürsorge, der andere hat sich um die Finanzen gekümmert. Und die sind so häufig da gewesen und haben ihn abgeholt und haben dies gemacht und haben jenes gemacht oder sind irgendwie, haben dann mit den Leuten in der WG auch gemeinsam gespielt. Also ich komme dann nicht und besuche meinen Angehörigen, sondern ich besuche eigentlich die Wohngemeinschaft. Und dann spiele ich, Mensch, ärger dich nicht oder Ball oder was weiß ich, oder nehme einen Teil der Bewohner mit und gehe mit denen raus. Wenn ich also jemanden in die Angehörigen in die Pflegewohngemeinschaft einziehen lasse,
dann habe ich im Grunde auf einmal ganz viele Angehörige, weil ich da so ein bisschen mit einziehe als Angehöriger. Und das ist das, was mal mehr, mal weniger wunderbar gelebt wird. Das gelingt natürlich nicht immer so Bullabü-mäßig, aber... Das klingt jetzt so gut. Ja. Warum wird das nicht forciert? Warum gibt es davon nicht mehr? Ist es wirklich so, dass Sie nicht das genügend Personal haben? Ist das der einzige Grund? Also wir finden tatsächlich mehr Leute, die in den Pflege- und Wohngemeinschaften arbeiten wollen, als im stationären Bereich. Ja. Weil das natürlich, wenn ich mir diesen Beruf aussuche, ich sag mal, dann kann ich eher das umsetzen, warum ich das vielleicht irgendwann mal gelernt habe, weil ich da die Zeit habe. Das schon. Es ist ein hoher organisatorischer Aufwand. Es ist eine viel Angehörigenarbeit. Es muss immer wieder refinanziert werden. Wir müssen immer wieder einen Träger finden, der das macht. Wir haben auch drei trägergestützte Wohngemeinschaften. Man muss Räumlichkeiten finden. Man braucht auch viel Engagement von Angehörigen, die sich damit einbringen. Ja. Da setze ich nicht auf einmal schwupp ein Haus hin und versorge 60 Leute, sondern das muss immer wieder mit allen Parametern wieder neu bedacht werden. Und da steckt auch viel Arbeit drin. Ja. Das ist also für Sie im Grunde nur... Ich bin heute schon prophylaktisch vor, wenn ich in 15 oder 20 Jahren bei euch einziehen kann. Ja, ich meine, es gibt ja... Ne, also ich Entschuldige, meine, Christa. Jeder, der Wohngemeinschaften kennt, ich glaube, du wohnst ja auch in einer Wohngemeinschaft so. Es ist ja auch immer wieder, man muss sich ja auch mit allen Leuten besprechen. Man muss was verabreden. Man muss überlegen, wie möchte ich leben? Beschließe ich jetzt, wenn es demnächst heiß wird, das vielleicht eher abends warm gegessen wird? Das sind alles so Dinge, das kann ich natürlich in einer Pflegewohngemeinschaft machen. Aber da muss ich ja auch mit allen im Gespräch bleiben. Also das ist schon auch viel Herzblut, was da drin ist und wo viele Leute sich mit einbringen. Und das muss man schon wollen. So, das ist schon... Ich habe bei dir reingegrätscht. Ja, stimmt. Ich habe manchmal so den Verdacht, also... Meine Mutter war dement und sie hatte natürlich Freundinnen im gleichen Alter und die haben sich alle zurückgezogen, bis auf eine, die wesentlich jünger war. Und es war also ganz ersichtlich, die kamen nicht mehr, weil ihnen konnte dasselbe morgen auch passieren wie meiner Mutter. Schlaganfall, anschließend dement. Und diese Jüngere, für die war das nicht so bedrohlich, die kam nicht. Und dann gucke ich mir unsere Politiker an und dann denke ich, die sind ja nun auch nicht mehr so taufrisch, das sind nicht mehr die Jüngsten. Vielleicht haben die das einfach nicht im Blick, weil sie es an den Rand drängen, denn es kann ja auch ihr Schicksal sein. Keiner von uns ist doch gefeit dagegen, dement zu werden. Und das zu wissen, das schiebt man dann möglichst weit weg und vielleicht liegt es auch an den Politikern, an den älteren Politikern, die sich mit so einem Thema ganz unbewusst nicht befassen wollen und dann auch nicht mit Werf hinterher sind. Es muss doch möglich sein für die Politik, die seit Jahrzehnten weiß, dass unsere Alterspyramide sich verändert, dass der Anteil der alten Menschen immer größer wird. Die müssen sich doch auf sowas vorbereiten. Das ist etwas, was ich also nicht kleinkriege. Genau. Das ist nicht so schön. Ganz, wie Sie eben ganz ketzerisch gesagt haben, die Sorge um Kinder hat noch so ein bisschen was Niedliches. So, da passiert sofort was. Ne? Da, und diesem Alter, da, das ist mehr so dieses Pflichtbewusstsein, sich darum zu kümmern. Und erst die Menschen, auch in der Politik, die das erste Mal Berührungspunkte haben, stellen dann auf einmal fest, wie vielschichtig die Fragestellung sein kann und können sich dann deutlich besser damit identifizieren. Das ist... Ich glaube, noch nicht mal böse gemeint, sondern einfach, ehrlich gesagt, als ich 20, 25 oder 30 war, habe ich mich mit dem Thema auch noch nicht so intensiv auseinandergesetzt. Jetzt bin ich schon mal 3 Tage älter und habe natürlich, jetzt auch durch meinen Beruf natürlich, aber auch dadurch, dass ich einfach andere Berührungspunkte habe, einen ganz anderen Ansatz. Deswegen müssen wahrscheinlich die Best Ager oder die kurz davor eine große Lobby entwickeln. Ne? Für mich ist das gerade so, meine Gedanken sind gerade, Einsamkeit und Demenz als Erkrankung muss enttabuisiert werden. Es ist ein gesellschaftliches Problem, weil es so unangenehm ist, seit Jahr und Tag unter den Teppich gekehrt wird. Und dafür sind wir hier, um da mal ein bisschen Klartext zu sprechen, wie das eigentlich wirklich ist. Obwohl es ist so, nach meiner Erfahrung über die Jahre, dass es schon wesentlich mehr enttabuisiert ist. Okay. Also wie wir anfingen mit der Demenzhilfe, wir sind ja mehr einen Verlauf jetzt von 13 Jahren, glaube 2008 ich. 2008 wurde ich. Ja, genau. Bin ich so die
ersten Male zu Vorträgen auch aufs Land, aber auch hier in der Stadt gewesen und es wurde geweint, es wurde geschimpft, es wurde rausgerannt, die Türen wurden geknallt. So angstbesetzt war das Thema damals. Das ist heutzutage anders geworden. Ach, die Leute bleiben auf ihren Stühlen sitzen. Die sind gesprächsbereiter, es kommt Kommunikation auf. Wenn wir Vorträge halten, machen wir das immer in Kommunikation mit denjenigen, die da im Publikum sitzen. Und die trauen sich auch, was zu sagen. Die Angehörigen untereinander stellen dann während solch einer Vortragssache fest, dem oder dem geht es ja ähnlich und die Fragestellungen sind ähnlich. Und das macht etwas aus mit bringt Solidarität. Das hätte es vor den Jahren, wo wir anfingen, noch nicht gegeben. Da war das Ganze noch wesentlich schambesetzter und ist heute schon noch nicht gut, aber besser. Das ist etwas ganz Positives, das freut mich total. Was können die Angehörigen noch für sich tun, um nicht zusammen mit dem betroffenen dementen Partner oder Vater einsam zu werden? Ja. Was können die für sich tun? Was die tun können, ist, dass sie rechtzeitig in die Beratung gehen. Nicht erst, wenn sie nicht mehr können. Also wenn sich schon Erschöpfung eingestellt hat, dann ist es schon sehr weit fortgeschritten. Das Ding ist, dass Angehörige sich lange Zeit häufig davon beeindrucken lassen, dass der Betroffene so eine hohe Abwehr hat. Der möchte nicht zum Arzt, der möchte nicht, dass jemand das merkt, der möchte nicht, dass die Tochter in die Beratung geht, der möchte keine Hilfe annehmen. Und Angehörige wollen ja für ihren Betroffenen etwas Gutes tun und meinen dann, okay, wenn wir ihn schonen, wenn wir also seinen Wünschen entsprechen, dann kommen wir gut dabei weg. Aber das ist genau der Trugschluss. Also das Wort ist, rechtzeitig in die Beratung zu gehen. Und wenn ich auch zu Hause durch den Betroffenen eine hohe Abwehr erfahre, ich muss trotzdem in die Beratung gehen. Wenn ich einen ganz kurzen, finde ich, sehr gutes Beispiel geben kann. Eine gute Freundin von mir hat mir von ihren Eltern erzählt. Und der Vater hat angefangen, seine ganzen Anziehsachen im Badezimmer über die Wanne zu legen und wollte nicht mehr, dass das in den Schrank kam. Und dann hat sie erzählt, dass das schon längere Zeit so ist. Und dann habe ich ihr nur gesagt, Liebe, den Namen sage ich jetzt nicht, jetzt überleg doch mal, welche Hausfrau erhält das aus, dass die ganzen Anziehsachen im Badezimmer über der Wanne liegen? Wie viel Kröten muss deine Mama schon schlucken, dass sie das so aushält, um da irgendwelchen Konflikten aus dem Weg zu gehen? Aber selbst meiner Freundin war damals nicht klar, dass da der Handlungsbedarf schon längst, ich sag mal, Monate vorher gewesen wäre, weil auch Mama immer gesagt hat, es klappt alles. Dann ist sie natürlich diesem Konflikt aus dem Weg gegangen, weil, ich meine, das ist jetzt ein lapidares Beispiel, aber jeder hat dieses Bild sofort vor Augen, dieses Badezimmer mit den ganzen Klammern. Das würde keiner von uns eigentlich aushalten wollen. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst ganz früh irgendjemanden im Haus haben, der euch unterstützt. Und eigentlich ist es schon viel zu spät. Ihr hättet das schon eher haben müssen. Aber selbst, wie gesagt, meine gute Freundin, die dann sagte, meinst du wirklich? Ich sage, ja. So, ne? Und das ist für mich so tatsächlich dieses Sinnbild. Dieses Badezimmer mit den Klamotten. Und sie nimmt das so hin und hält es aus, weil es funktioniert. Es ist irgendwie konfliktarm und... Wir sagen auch immer ganz häufig, wenn es dem Angehörigen gut geht, dann kann es natürlich auch dem Betroffenen gut gehen. Und darum sagen wir auch immer, versuchen sich wirklich Entlastung zu holen, wie über diesen Entlastungsbetrag, diese 125 Euro, die ja jemand, der Pflegegrad 1 eben hat, zusteht. Oder es gibt eine Tagespflege. Es gibt wirklich Möglichkeiten, die man eben umwandeln kann, dass man eben wirklich ein bisschen Entlastung hat und dass der pflegende Angehörige einfach entlastet ist und sich einfach dann auch wieder mehr um seinen Betroffenen kümmern kann. Und dann geht es einem einfach auch wieder gut. Und wenn er so ein bisschen Freizeit hat. Ganz kurz noch, bevor ich jetzt leider ist unsere Sendezeit schon zu Ende. Ich glaube, wir könnten noch gut eine Stunde miteinander reden. Ganz kurz. Die Demenzhilfe Oldenburg lebt von Spendengeldern, ist das richtig? Ja, also die Demenzhilfe Oldenburg von Spendengeldern und Mitgliedsbeiträgen. Und wenn es jetzt aber direkt um die Beratung geht, dann werden wir noch von der Stadt Oldenburg unterstützt. Und wenn es um die Betreuung geht, eben vom Niedersächsischen Landesverein. Okay. Also das ist so unser... Und Sie nehmen gerne Spenden an und geben Spendenquittungen aus? Auf jeden Fall, die können wir ausgeben, ja. Okay. Das können wir machen. Also,
Ganz herzlichen Dank. Nun sind wir schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Ich bin ganz erschrocken, wie schnell die Stunde vorbei ist. Wenn es uns gelungen ist, Ihnen etwas Mut und Zuversicht zu geben, freuen wir uns wirklich alle sehr. Außer der Demenzhilfe Oldenburg sind auch hier unter anderem zum Beispiel der Seniorenstützpunkt Oldenburg sowie alle sozialen Institutionen ihre Ansprechpartner. Sie können auf einen respektvollen, verständnisvollen Umgang mit Ihnen vertrauen. Herzlichen Dank an Frau Exner-Wallmeier. Gerne. Vielen Dank, Frau Köhler. Vielen Dank, Frau Ellerbrock. Vielen Dank, Christa, dass du auch wieder da gewesen bist. Nochmal zur Information, Sie können alle bisherigen Sendungen mit den verschiedenen Themen auf YouTube und auf der Mediathek O1 abrufen. Und wir wünschen Ihnen jetzt eine schöne Sommerzeit und bleiben Sie gesund. Wir sind wieder im September für Sie da.